Im ewigen Kampf zwischen westlichen Comics und Manga gibt es viele Argumente, die so oft genannt werden, dass sich eigentlich jeglicher Vergleich zwischen diesen Literaturmedien verbieten müsste. In Sachen Production Value hatten westliche Comics durch Farbe und höherwertiges Papier schon immer die Nase vorne, während Mangas vor allem durch ihren leichteren Zugang für Leute wie mich das attraktivere Medium darstellen. Schließlich ist die Chronologie einer langen Serie bei einem Manga sehr leicht zu verstehen. Man sieht sich die Nummer auf dem Band an, während man bei westlichen Comics erstmal in einem Gewusel aus Verlag, Autorenschaft, Zeichner, Multiversen und hast du nicht gesehen, erstmal verstehen muss, in welchen Kanon das Heft, das man sich gepickt hat, einzuordnen ist. Vielleicht ist dieser leichtere Zugang der Grund, warum ich in meinem Leben nur um die 40 Comics gelesen habe, während es bei Manga etwa 200 Serien sind, die ich zumindest angefangen habe zu lesen. Andere würden vielleicht sagen, dass der Zeichenstil eine entscheidende Rolle spielt und ich, sowie viele andere Manga-Fans, einfach ein Faible für weniger realistische Darstellungen von Figuren haben. Aber wisst ihr, zumindest in meinem Fall sind das nichts weiter als Ausreden. Sicher, Chronologie in Comics kann unfassbar unübersichtlich sein, wenn man noch gar nicht in der Szene drin ist. Jedoch kann man sich grundsätzlich sich da reinfuchsen. Gibt genug Kids, die das schaffen, entsprechend traue ich mir das auch zu. Und auch das mit dem Zeichenstil ist zumindest für mich nicht relevant. Ich kann schon beim Manga den unterschiedlichsten Zeichenstilen etwas abgewinnen, solange mich der Rest der Serie begeistern kann, daher ist das bei Comics auch nicht anders. Aber während an diesen Punkten bereits die meisten Grabenkämpfe zwischen Nerds und Otaku geführt werden und hin und wieder sogar die Diskussion aufkeimt, ob nicht bestimmte Genre ungeeignet für die jeweils eine Printform sind, was ich nur mit einem klaren Nein beantworten kann, seien wir ehrlich, Horror kann bei beiden funktionieren, Thriller können es und Comedy auch. Doch es gibt für mich persönlich eine Sache, wirklich eine, die mich schon immer an westlichen Comics gestört hat und auch heute noch tut. Ich hasse es, wie in Comics Bewegung dargestellt wird. Genauer gesagt, es stört mich ungemein, dass bei mir, dem Leser, sehr selten ein Gefühl der Dynamik in Comics vermittelt wird, wenn es etwa um Kampfszenen geht. Mehr noch, manchmal verstehe ich nicht mal, wie sich eine Bewegung abgespielt hat. Und in der Hoffnung, dass ich nicht der Einzige bin, bei dem das ein entscheidender Faktor ist, möchte ich ausführen, wieso ich so empfinde und was mich im Detail stört. Um euch genauer meinen persönlichen Konflikt mit der Darstellung von Bewegungen in Comic-Kampfszenen vorzustellen, möchte ich als Vergleich eine Manga-Serie eines Mangaka wählen, der meiner Meinung nach ein Meister auf diesem Gebiet ist. George Morikawa und sein Machwerk Hajime no Ippo. Dass ich eine Sportserie übers Boxen gewählt habe, mag auf den ersten Blick unfair erscheinen, weil Bewegung natürlich ein sehr wichtiger Teil der Handlung ist. Jedoch glaube ich, dass man eben bei Sportserien am besten erklären kann, was nachvollziehbare Bewegungen sind. Und in einem weitergefassten Kontext kann man die Aspekte, auf die ich jetzt näher eingehe, auch auf andere Genres übertragen. Konkret will ich beim Vergleich selbst auf folgende drei Aspekte besonders eingehen. Erstens auf die Nachvollziehbarkeit von Bewegungen, zweitens auf die Nutzung des Point of Impact und drittens auf den Kontext der Kampfstile. Es gibt einen hohen Anteil an Anime-Fans, die die Anime-Adaption einer Manga-Serie stets bevorzugen. Je nach Person und Genre der Serie kann das unterschiedliche Gründe haben. Bei Serien, die sich vor allem durch Kämpfe auszeichnen, allen voran klassische Shonen-Serien, gibt es einen Satz, den ich sehr oft von Leuten höre, die es mit dem Manga gerne versuchen würden oder vielleicht sogar versucht haben, aber genau aus diesem Grund nach kurzer Zeit schnell wieder aufgegeben haben. Der Satz lautet: "Ich verstehe bei Manga-Kämpfen einfach nicht, was passiert." Dieser Satz kann auf unterschiedliche Gründe zurückgeführt werden, allen voran, dass durch die Tatsache, dass Manga-Seiten ausschließlich in Schwarz und Weiß gedruckt sind, einem sehr häufig fehlende Kontraste die Übersicht nehmen können. Und dies ist ein absolut legitimer Kritikpunkt. Während man erst einmal Mangaka suchen muss, die Aktionen so visualisieren, dass man sie selbst entziffern kann, haben viele dieses Problem bei Comics nicht, da schon die unterschiedlichen Farben dazu beitragen, alles auf der Seite differenzieren zu können. Auf der anderen Seite fallen mir viele Mangaka ein, denen man zwar diese Kontrastproblematik vorwerfen kann, die jedoch eine bestimmte Sache für mich überragend lösen: die Nachvollziehbarkeit der Bewegung. Oft sehe ich in Comics solche Seiten, solche Panel-Abläufe und stelle mir die Frage: Wie ist das jetzt passiert? Also ich glaube zu verstehen, wie diese Bewegung, dieser Schlag oder dieser Angriff stattgefunden hat, aber irgendwie interpretiere ich da doch schon was rein, oder? Gute Mangaka stellen mich selten vor dieses Problem. Um zum Beispiel einen Schlagabtausch oder einen Angriff in einem Manga nachvollziehbar zu gestalten, wählen Mangaka mit einem Talent für Bewegung oft eine von zwei Möglichkeiten. Zum einen wäre da die Methode, die von Hiroaki Samurai in Blade of the Immortal perfektioniert wurde. Man gestaltet während eines Angriffes eine Seite so, dass die Panels unterschiedliche Funktionen übernehmen. In diesem Beispiel sehen wir ein großes Panel, auf dem das auslösende Ereignis einer Bewegung dargestellt ist und anschließend Detailpanels, die uns unmittelbar in einer festen Chronologie viele kleine Bewegungen zeigen. Die Komposition dieser Panelnutzung bewirkt, dass wir zum einen durch das große Panel die gesamte Bewegung im Überblick haben, uns aber die kleinen durch ihre bloße Quantität, gepaart mit Speedlines, einen schnellen Ablauf präsentieren. Masashi Kishimoto ist etwa jemand, der in Naruto bewusst ähnliche Panelaufteilungen nutzt, die meiner Meinung nach definitiv dazu beitragen, dass ich als Leser verstehen kann, was gerade eigentlich passiert und wie sich eine Bewegung oder ein Angriff vollzieht.
Dies ist wie gesagt eine Technik, die ich schon öfter in modernen Kampfmanga entdeckt habe und seltener in westlichen Comics, wenn es darum geht, einen schnellen Bewegungsablauf darzustellen. Die zweite Methode dafür ist in beiden Medien häufig präsent und wird auch von Morikawa meisterhaft genutzt, nämlich chronologisch aufeinander aufbauende Panel, die eine längere Bewegung darstellen. Oft passiert es in Kämpfen bei Hajime no Ippo, dass Morikawa seine Leser durch sämtliche Abläufe einer Bewegung begleitet, sodass sich der Moment, wenn es dann zum entscheidenden Schlag kommt, wie der Payoff anfühlt, auf den das jeweilige Kapitel hingearbeitet hat. Nun kann es natürlich sein, dass eine solch detaillierte Führung durch eine Bewegung vielen Lesern zu sehr an der Hand gehalten vorkommt. Aber mir passiert es oft, und ich schließe nicht aus, dass es einfach an der Wahl meiner Comics liegt, dass ich in einem Comic-Kampf zwei aufeinanderfolgende Panels sehe und mich ernsthaft frage, was zwischen dem ersten und zweiten Panel eigentlich passiert ist. Ja, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie diese Bewegung stattgefunden haben muss. Und viele werden sagen, dass das auch ausreicht. Aber mir nicht. Ich will genau nachempfinden können, wie diese Bewegung stattgefunden hat. Denn das Build-up eines Schlages kann alleine schon dafür sorgen, dass der finale Schlag einen ikonischen Charakter erhält. Selbst bei Anime ist das oft so, dass den Schlägen, die von jedem als episch bezeichnet werden, ein sehr detailliertes Build-up vorangeht. Bewegungen nachvollziehbar in 2D zu gestalten ist sehr schwer und ich weiß aus Erfahrung, dass ich auch bei vielen Mangaka dieselbe Kritik äußern könnte, die ich nun Comics entgegenwerfe. Aber diese fehlende Führung durch die Choreografie eines Kampfes irritiert mich doch schon sehr. Ich mag einfach gute Kampfszenen und leider habe ich bei Comics oft das Gefühl, dass mir auf einer Seite mit mehreren kleinen Panels nicht zwangsläufig logisch aufeinanderfolgende Bewegungen präsentiert werden, sondern Standfotos von nicht zusammenhängenden Bewegungsabläufen, die zufällig auf derselben Seite präsentiert werden. Mal ehrlich, ändert man in den verschiedenen Panels hier die Hintergründe oder die Klamotten der Kämpfer, so habe ich das Gefühl, dass dieses Kampfkonstrukt von nichts mehr wirklich zusammengehalten wird. Wie gesagt, das irritiert mich nur. Was mich wirklich in der Darstellung in Comics stört, ist etwas spezifischer. Das hier oder das hier und ganz besonders das hier. Das sind Beispiele für das, was mich am meisten bei Comic-Kämpfen stört. Ich sehe diese Bilder und ich habe nicht mal annähernd das Gefühl, dass mir hier ein dynamischer Schlag präsentiert wird, sondern ein Standbild, in dem vielleicht zwei Figuren so tun, als wäre es zu einem Schlag gekommen. Ich habe mich schon lange gefragt, warum ich so empfinde. Woran liegt es, dass mir diese Zeichnungen so viel undynamischer oder steifer vorkommen, als bei der ein oder anderen Manga-Serie? Und ich glaube, nach vielen Jahren endlich die Antwort gefunden zu haben. Der für mich unzufriedenstellende Einsatz des Point of Impact. Mit dem Point of Impact oder Einschlagspunkt meine ich den visuell dargestellten Punkt, der dem Leser zeigt, wo der Kontakt in einer Schlagbewegung stattgefunden hat. Wie ihr auf diesem Bild sehen könnt, kann es sein, dass sich der Point of Impact und die aktuelle Position des Schlages im Panel überkreuzen. Es kann aber auch sein, dass die Position des Faustes Schlagenden und der Point of Impact nicht übereinstimmen. Wenn wir uns etwa dieses Captain America Panel ansehen, dann sehen wir, die Faust des Captains befindet sich nicht mal ansatzweise in der Nähe des Gesichtes von, ihr wisst schon. Aber der Point of Impact, die Haltung der Figuren und die Speedlines, die vom Point of Impact zur rechten Faust Captain Americas führen, rekonstruieren für uns Leser, was eigentlich passiert ist. Er hat am Point of Impact so hart zugeschlagen, dass es ihn weggefegt hat. Dies erkennen wir aufgrund der Position des Point of Impact und dem Winkel des Gegners zum Captain. Dies ist für mich eine gute Darstellung eines dynamischen Schlages, weil mir selbst die eine Zeichnung, in der sich die Figuren in festen Positionen befinden, genug Kontext gibt, dass ich die Bewegung in meinem Kopf rekonstruieren kann. Und sowas vermisse ich sehr oft bei westlichen Comics. Morikawa ist zum Beispiel jemand, der nicht nur häufig auf den Point of Impact als Zielmittel zurückgreift. Bei meinen Recherchen habe ich gemerkt, es gibt viele Schläge in Hajime no Ippo, in der sich der Point of Impact und die Position der Faust des Schlagenden nicht überkreuzen. Und das in einer Serie übers Boxen. Aber der Grund, warum ich Morikawa für ein Genie halte, das den Point of Impact am besten nutzt, ist die Verwendung von anderen Stilmitteln, die er zusammen mit diesem Stilmittel nutzt. Denn Morikawa verwendet für eine stärkere Akzentuierung von Dynamik einerseits Speedlines, die den gesamten Hintergrund ersetzen, und passend zu einer Boxserie Blutspritzer, um den Point of Impact zu ersetzen. Und das ist es. Eine nicht nur kreative Nutzung dieses Stilmittels, sondern eine, die nicht nur in den Kontext der Serie selbst passt und somit so individuell ist wie nur möglich, sondern uns gleichzeitig eine eigene Narrative bietet. Denn in einer Boxserie so große Blutspritzer zu sehen, in Kombination mit Speedlines, mal akkuraten und mal überzogenen Körperdrehungen und dem hohen Detailgrad in der Zeichnung selbst, vermittelt mir als Betrachter der Zeichnung ein sehr nachvollziehbares Gefühl für Geschwindigkeit, für Härte und episch sieht es auch noch aus. Die dargestellte Bewegung erzählt mir also durch den Einsatz dieser Stilmittel, wie es zu diesem Angriff gekommen ist, ohne mir den konkreten Moment zu zeigen, bei dem der Kontakt stattgefunden hat. Gerade auch die Speedlines müssen nochmal besonders hervorgehoben werden, denn wie gesagt, manchmal besteht der Hintergrund in Hajime no Ippo aus nichts anderem als der Welt der Geschwindigkeit. Und manchmal zwingen sich diese Speedlines auch passend in das aktuelle Panel rein und der Kontrast zwischen akkuratem Hintergrund und den fokussierten Speedlines scheint förmlich zu schreien: Okay, bisher war das ein normaler Boxkampf, aber jetzt erhöhen wir das Tempo, jetzt geht's richtig zur Sache, das ist ein Kampf!
Die kreative Nutzung von ungewöhnlichen Kamerawinkeln ist ebenfalls sehr präsent in Hajime no Ippo. Guckt euch das mal an. Der Winkel, die überpräsenten Speedlines, der Point of Impact, die Kamerawinkel und die Haltung der Figuren erzählen dir, dem Betrachter dieses Bildes, genau was passiert ist. Und falls du es im Detail wissen willst, es gibt exakt 10 Seiten, die auf dieses Doppelpanel hingearbeitet haben. Und wenn es mal soweit ist und man wirklich Schläge präsentiert bekommt, die sich am Point of Impact befinden, so wirken diese Schläge umso wichtiger. Daher verwundert es auch nicht, wenn man sieht, dass das häufig bei Hajime no Ippos Kampffinishern vorkommt. Und das zusammen mit der Nachvollziehbarkeit der Bewegung sind visuelle Aspekte, die für mich persönlich in Comics schlechter funktionieren als in vielen Manga. Jedoch gibt es auch einen inhaltlichen Kontext, der es mir erschwert, Bewegungen in Comics erfolgreich nachzuvollziehen. Dies ist wahrscheinlich der unfairste Kritikpunkt im gesamten Video, da er hauptsächlich mit meinem mangelnden Comicwissen begründet werden kann. Jedoch spielt es eine nicht unbedeutende Rolle für jemanden, der nur ab und an in Comics reinliest. Der Kontext des Kampfstils eines Kämpfers spielt für mich eine große Rolle bei der Nachvollziehbarkeit von Bewegung. Denn einer der Gründe, warum es mir manchmal eben schwerfällt zu verstehen, was zwischen Panel A und B passiert, ist, dass ich oft nicht weiß, wie die entsprechende Figur normalerweise kämpft, also wie sein Kampfstil aussieht, selbst wenn ich die erste Ausgabe einer Comicreihe wähle. Natürlich gilt das nur für Serien, in denen Kämpfe oft vertreten sind und nicht nur eine Ausnahme darstellen. Aber nur weil ich weiß, dass Batman mit Ninjas zusammen trainiert hat, ist mir nicht klar, wie genau er kämpft und sich entsprechend bewegt. Selbst bei Serien ohne fest definierten Kampfstil wie Dragon Ball oder Berserk kann ich die Bewegungen auf rein visueller Ebene nachvollziehen und frage mich nicht, wie sich Schlag A, Tritt B oder Schwertschwung C ereignet hat. Der Zeichner muss mir in diesem Beispiel nicht erklären, wie die Figur kämpft, weil ich es visuell sofort nachvollziehen kann. Bei Hajime no Ippo sieht das aus zwei Gründen anders aus. Erstens, weil es um einen Sport geht, den man leicht nachschlagen kann, und andererseits, weil die Serie selbst so aufgebaut ist, dass sie davon ausgeht, dass sich der Leser nicht über alle Regeln des Sports bewusst ist und uns entsprechend Stück für Stück die Regeln und Eigenheiten des Boxens vorstellt. Und warum das wichtig ist, zeigt uns dieses Bild. Wir sehen ein Panel mit einem Boxer, der vor einem Eckpfosten steht, und dennoch steckt so viel Bewegung in diesem Panel. Zum einen werden die ganzen Stilmittel wie Speedlines und Point of Impact gekonnt genutzt, um zu zeigen, dass sich in diesem Panel ein unglaublich schneller und harter Schlag mit der rechten Faust ereignet hat. Siehe diese winzigen Linien an der rechten Faust und Schulter. Aber Moment, woher weiß ich denn, dass der Schlag unglaublich schnell und hart war? Merke ich die Geschwindigkeit an den Speedlines? Ja. Merke ich die Härte durch den Point of Impact? Auch ja. Aber es gibt noch den dritten Punkt. Den Kontext. Dadurch, dass Morikawa die Grundregeln des Boxens Stück für Stück erklärt, muss man kein großer Sportenthusiast sein, um das Folgende zu wissen. Wenn der Boxer ein Rechtshänder ist und einen regulären Kampfstil nutzt, steht er immer mit seinem linken Bein vor. Dadurch ist es ihm einerseits möglich, seine vermeintlich schwächere Hand für einen Jab zu nutzen, in der Regel ein sehr schneller Schlag, der jedoch verhältnismäßig weniger Kraft hat, und andererseits seine starke Hand für einen harten Schlag, einen Finisher sozusagen, nutzen kann. Damit die Stärke dieses Schlages jedoch erhöht wird, ist es notwendig, dass der Kämpfer seinen Körper arretiert. Das heißt, bestimmte Körperteile so anwinkelt, dass er die Bewegung sofort stoppen könnte und durch den Winkel seiner Füße, seiner Hüftdrehung und seiner Schultern dafür sorgt, dass die rechte Faust ein vermeintlich weiter entferntes Ziel mit der Stärke des gesamten Körpers erreicht. Zusätzlich ist es im Boxen wichtig, dass ein Schlag physisch nicht telegrafiert wird, zum Beispiel durch unnötige Schulter- oder Ellenbogenbewegung. Und der beste Schlag der ist, der schnell, hart und präzise sein Ziel erreicht und sich wieder zurück in die Ausgangsposition begibt, damit der Schlag schnell wieder erneut genutzt werden kann. Der Kontext des Wissens um den Kampfstil plus die genutzten visuellen Stilmittel helfen mir also dabei zu verstehen, wie krass dieser rechte Schlag gewesen sein muss, und das, obwohl es keinen Build-up zu dieser Szene gibt. Ja, nicht einmal der Schlag selbst wird gezeigt, und trotzdem kann ich verstehen, was hier passiert. Wenn wir uns nochmal ganz kurz diese Panel anschauen, sollte auch euch gelingen zu verstehen, was passiert ist. Der Boxer in den weißen Shorts, offensichtlich ein Rechtshänder, ist dem Schlag seines Gegners ausgewichen und hat mit seiner rechten stärkeren Faust gekontert. Und wir verstehen das, obwohl wir den Schlag selbst in diesem Kapitel nicht sehen. Tatsächlich zeigt Morikawa diese Bewegung im darauffolgenden Kapitel nochmal aus einer anderen Perspektive, was ich für unnötig halte, denn die Stilmittel, die er hier genutzt hat, haben gereicht. Morikawa präsentiert also nicht nur cool aussehende Schläge in seinem Manga, er verwendet solche, die seine regelmäßigen Leser verstehen und wertschätzen können. Und selbst neue Leser, die vielleicht das erste Mal ein Panel aus Hajime no Ippo betrachten, können alleine anhand der visuellen Stilmittel und vielleicht ihrer eigenen Erfahrung um den Sport Boxen rekonstruieren, was hier eigentlich passiert ist. Natürlich ist es auch nicht ausgeschlossen, dass neue Leser genau dasselbe Problem haben wie ich und einfach nicht die Fantasie aufbringen können, die Bewegung in ihrem Kopf nachzustellen. Aber ich habe das Gefühl, dass Morikawa und im weiteren Sinne viele Mangaka mir zumindest genug Ansatzpunkte und Hilfestellungen geben, damit ich die Bewegung verstehen kann. Und dies fehlt mir in vielen Comics. Ich brauche keine großartige Dokumentation darüber, wie ein bestimmter Held kämpfen gelernt hat oder warum er sich so und nicht so bewegt. Aber während ich bei Hajime no Ippo bewerten kann, was ein guter und ein schlechter Angriff ist, ich bei Naruto die kleinsten Details einer Bewegung dokumentiert bekomme und bei Berserk oder Dragon Ball simple, nachvollziehbare Bewegungen präsentiert bekomme, frage ich mich manchmal immer noch, was hier eigentlich
eigentlich passiert ist. Ich kann gar nicht genug betonen, dass ich überhaupt gar keine Probleme mit der Narrative oder dem Zeichenstil in westlichen Comics habe. Jedoch ärgere ich mich jedes Mal, wenn Kämpfe eine prominentere Rolle spielen, weil ich über die fehlende Dynamik und die nachvollziehbaren Bewegungen nicht hinwegkomme. Entsprechend fände ich es eigentlich ziemlich hilfreich, wenn ihr mir Comicserien empfehlen könntet, bei denen ihr das Gefühl habt, dass die Darstellung der Bewegung in Kämpfen sogar von mir verstanden und wertgeschätzt werden kann. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Noch mehr würde ich mich über Kommentare freuen, in denen ihr nicht nur Empfehlungen hinterlasst, sondern mir auch schreibt, wie euer Verhältnis zu Comics oder Manga generell ist. Entweder spezifisch zu einem Medium, das Verhältnis der beiden, oder warum ihr vielleicht allgemein kein großer Fan von Mangas im Vergleich zu Anime seid oder gar umgekehrt. Übrigens ist mir klar, dass dieses Thema schon extrem nischig war im Anime- und Manga-Bereich, daher hoffe ich, dass ihr mir einfach glaubt, wenn ich sage, dass es im nächsten Video um eine wesentlich populärere Serie gehen wird. Falls ihr sehen wollt, was ich in der Zwischenzeit so an Content produziere, könnt ihr ja mal auf meinem Sportkanal LigaschussTV vorbeischauen. Empfehlenswert finde ich auch mein Video über die Konzeption von Sportanime am Beispiel von Captain Tsubasa und den Kickers. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!